ihr seht, habe ich jetzt eine neue Frisur. Ich war nämlich, wo es jetzt noch bewölkter war, beim Friseur, haben nämlich einen günstigen Friseur hier gefunden in irgendeinem Dorf. Hat es bloß 8 Euro gekostet. Habe mich zwar gewundert, dass da nur ältere Herrschaften in diesem Friseursalon saßen und ob es einen Typen gab, der geschnitten hat, aber ist okay. Also Franzi akzeptiert meine Frisur. Und jetzt scheint die Sonne, das heißt, wir sind weitergefahren und sind jetzt hier an der Pupu Springs. Das ist so eine Frischwasserquelle in so einem kleinen See oder Fluss und da ist alles ganz kristallklar und das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir sind jetzt hier angekommen bei den Quellen. Man sieht es da sieht man es auch so rausplubbern. Genau, da ist die Quelle. Das Wasser ist richtig, richtig schön klar. Und man darf es auch nicht anfassen oder irgendwie damit in Kontakt kommen. Es ist verboten, damit eben das Wasser so schön klar bleibt. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Mischung zwischen Kiwi und Geier. Jetzt verfolgt mich das Tier. Jetzt geht's wieder. Immer wenn ich mich kurz umdrehe, ist das Tier wieder hinter mir. Jetzt sieht es aus, als wieder weggeht, aber sobald ich mich umdrehe, plupp, wieder hinter mir. Wir sind jetzt bei Kiri Beach, Warakiri Beach, und jetzt geht es gleich weiter. Wir laufen ein Stück bis zum Strand und das soll auch eine sehr schöne Route sein. Kleine Seerobbenwelpen zu sein. Wenn wir mit Glück haben, dann sehen wir welche. Los, Chris! Find mir eine Seerobbe. Jetzt sind wir am Strand. Zwar keine Seelöwen hier, aber es ist trotzdem ganz schön. Ein bisschen mal rumlaufen, anschauen, vielleicht finden wir doch noch eine. So, wir sind jetzt hier in der Höhle. Ich bin erstmal schön geradeaus gegangen und hätte fast die Seerobbe übersehen. Die sich da gerade ein bisschen ausruht. Die sind dabei jetzt mehrere Tage auf Nahrungssuche im Meer und müssen sich danach wirklich ein paar Tage komplett ausruhen und nicht rühren. Die sehen immer ein bisschen aus wie tot, aber sie ruhen sich nur aus.
Aber wir haben Glück, hier ist genau die nächste schon hier. So, Chris macht jetzt den Zaun auf, dass wir durchkommen. Und dann müssen wir, runtergefallen, an den Kühen vorbei. So, wir sind angekommen. Hier oben ist auch ganz schön windig und es geht hier direkt auch gleich runter. So, jetzt geht's wieder zurück zum Auto. Da bei den Kühen, da hinten ist es. Und es ist recht windig. Es soll hier sehr schön sein. Ich glaube, wir haben schon schönere Plätze gesehen. Wir befinden uns jetzt gerade auf so einer Art Landzunge. Und rumrum ist es offene Meer. Das heißt, wir gehen jetzt immer mehr Richtung Ende der Landzunge nach dort. Es ist auch gerade Ebbe. Das heißt, hier ist überall ein bisschen Schlamm. Ihr hört mal auch solche sehr lauten kleinen Vögel. Sie attackiert uns. Es ist so laut, ich hoffe, man hört mich. Ich wurde gerade von sehr fiesen Vögeln hier angegangen. Also wenn ihr hier seid, passt gut auf. Ich habe einfach nur kurz zugeschaut und dann plötzlich aus mir nicht, dir nicht, kam die an, hat mich attackiert und ich musste wegrennen. Wir waren jetzt hier gerade an so einem ganzen menschenleeren Strand am Farewell Spit vorbeigelaufen, also riesengroßer Strand. Und jetzt geht es hier wieder durch eine Farm und durch ein bisschen Buschland zurück, ungefähr noch eine Stunde wieder bis zum Auto. Scharf im Weg.